Mehr als jeder dritte Bürger in Deutschland fürchtet, mit der Zahlung seiner Energierechnung Probleme zu bekommen. Über 80% rechnen damit, dass wegen der hohen Preise Arbeitsplätze verloren gehen. Diese aktuellen Zahlen belegen, wie groß die Befürchtungen angesichts der aktuellen Energiekrise sind. Politiker, Arbeitgeber und Gewerkschaften suchen nach Lösungen. Achim Unser berichtet. Die hohen Energiepreise beschäftigen alle. Mit Gewerkschaften und Arbeitgebern hatte der Kanzler gestern darüber diskutiert. Der Staat will zwar helfen, kann aber längst nicht alles abfedern. Scholz verspricht aber: Wir werden durch diesen Winter kommen. Wir werden auch das Preisproblem in den Griff bekommen und das gemeinsam angehen. Teurer wird es trotzdem. Bundeswirtschaftsminister Habeck rechnet mit einer Verdoppelung beim Strompreis und mit vierstelligen Rechnungen für Gaskunden. Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig drängt jetzt deshalb erneut, für 1 bis 2 Jahre den Energiepreis für den Grundbedarf zu deckeln. Ich finde, man kann viele Modelle diskutieren, aber ich glaube, dass das jetzt nicht noch mehrere Wochen gut geht, so die Ministerin. Und sie bekommt Rückendeckung von den Gewerkschaften, die bei dem Treffen mit dem Kanzler auch weitere Entlastungen fordern. Die Dynamik der Probleme und Herausforderungen, sie überholt uns quasi von Woche zu Woche. Und deswegen ist es wichtig, dass jetzt schnell Entscheidungen getroffen werden, die nach Möglichkeit noch auch in diesem Jahr entsprechende Entlastungen schaffen. Das Angebot des Kanzlers an die Arbeitgeber, Sonderprämien bis 3.000 Euro für die Beschäftigten nicht zu besteuern, sieht man dort mit gemischten Gefühlen. Die Firmen stöhnen selbst unter dem Druck der hohen Preise. Selbst Einmalzahlungen könnten sie ins Schlingern bringen, heißt es dort. Manche Betriebe werden das nicht am ersten Tag leisten können und auch nicht in voller Höhe. Eine neue Wärmekommission aus Wissenschaftlern, Arbeitgebern und Gewerkschaften soll nun bis Oktober Vorschläge erarbeiten, welche Richtung Deutschland einschlagen soll, um die Energiekrise in diesem Winter zu überstehen. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.